Nachhaltigkeit ist ein Thema, was die Designer im Grunde genommen, das dürfen wir nicht vergessen, seit mehr als 50 Jahren beschäftigt. Wenn wir daran denken, was der Club of Rome Anfang der 70er Jahre vorgestellt hat als Grenzen des Wachstums. Die haben natürlich auch sehr stark damals schon Design in Frage gestellt, was sich reine Industrie widmet. Ich würde behaupten, dass in den 80er Jahren spätestens in Deutschland es anfing, dieses Thema auch in den Hochschulen darzustellen. Welche Bedeutung haben wir als Designer für ein nachhaltiges Produkt? Und ich würde behaupten, dass wir jetzt tatsächlich in den letzten Jahren, wo wir doch eben große Herausforderungen vor uns haben, Klimawandel, ökologische Katastrophen, mit denen wir konfrontiert sind, real konfrontiert sind, dazu führen wird, dass sich die Industrie generell sehr viel stärker mit nachhaltigen Fertigungstechniken, nachhaltigen Materialien, nachhaltigen Entwürfen auch beschäftigen muss.